Hallo Leutchen, ich bin's wieder zu einer neuen Folge mit den Flötentönen in C, 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 D, A, C. Das ist die Notenfolge. Mal gucken, ob das stimmt. So, also, das Prägnanteste an diesem Stück ist, na, kommt noch nicht, aber ich spiel's mal vor. Da ist es. Aber mit so einem leichten Triddel noch dabei. Okay, das habe ich mal eben hier mit so einem kleinen Teil hier gemacht. Aber nicht lang schnacken, am besten den Pfeil und Bogen in den Nacken ziehen. Dann geht's mal weiter. Da oben haben wir ja wieder hier einen Knochenkrieger. Kriege ich den schon von der Entfernung? Gucken wir mal. Weil er wird dann auch gleich seine... Genau richtig. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Kommt er denn? Au! Er hat jetzt gepiekt. Nee, das ist doof. Wenn ich da weitermache, dann ist das dull. Dann folgendes. Dann werde ich mal zum Einstecken verleiten mit einem Trick. Ah, jetzt kommt er auch noch an. Und bleibt da hängen. Cool. Jetzt muss ich aber trotzdem noch meinen Bogen hier wieder neu spannen. Demonitscher-Pfeil haben wir gemacht. Ah, toll, dass dann immer... Da liegen ja noch mehr rum. So, dann werde ich aber trotzdem aufpassen, dass ich nicht von hier aus... Er ist ja in seinem Lauf, in seiner Laufanimation gefangen, ne? Ne? Also, so what? Was ist das jetzt? Ach so, das ist ein Blattartefakt. Was hier auch lustig abläuft, sind hier liegen so Pfeile rum. Ach so, das waren seine? Okay, die kann ich natürlich nicht aufheben. Ja, dann haben wir das auch. Speichern wir mal. Ja. Gibt es denn da noch mehr von den Leutchens? Das ist, da ist ein Busch vor. Oh, das ist sogar ein hoher Knochenmagier. Das ist sogar ein Magier. Wundert mich, dass er hier sein Zeug nicht... Ach nee, das ist der hohe Knochenmagier, der da hinten auch noch ist. Oh, und ich habe keinen Ablenkungsspruch mehr. So was Doofes jetzt aber auch. Hä, was nu? Vielleicht piekse ich ihn auch an, damit er auch mal nach vorne kommt. Gucken. Hä? Aber ich glaube, dass er nur seinen blöden Spruch ablässt. Oh, jetzt fängt er schon an zu grölen. Aber er kommt auch nach vorne. Was? Um die Ecke? Sachen gibt's. So, ich habe jetzt mal eine Probe gehabt und mir ist aufgefallen, dass wenn ich da oben an dem hohen Magier da vorbeigehe und hinter der Mauer von dem Tempel bin, dass da überhaupt nichts passiert bei dem. Aber links davon steht noch ein anderer Magier. Ein Knochenjäger hier, hier. Den versuche ich mal eben hier. Genau, der störte nämlich. Und er hier macht gar nichts. Das ist ja super von Klasse irgendwie auch. So, hier irgendwie. Aber auf alle Fälle erstmal speichern. Und was essen. Ja, und dann versuche ich einen auf Leroy Jenkins, weil ich bin ja ziemlich nah an ihm ran. Der guckt auch nämlich da in die... in eine Gegend. Und ich kann ihn an die Wand drücken. Das wäre so meine Theorie. Lustig. Okay, versuchen wir es mal. Okay, shit. Oh, bist du träge. Okay. Oh, das ist... Das würde dauern. Thank you.
Der will sich hier regenerieren. Kommt da nicht mehr zu. Sehr geil. Leroy Jenkins Methode, aber erfolgreich. Ja, sehr schön. Essen speichern. Schauen wir mal uns um, was es hier so alles gibt. Falls es was gibt. Außer die Truhe und das Steintäfelchen hier. Hä? Den verborgenen Tempel, die Residenz Adanos auf Erden, hast Wanderer nun betreten, du. Okay. Doch wehe dir, wenn du nur kamst, um zu stehlen. Wehe dir, wenn Adanos dich nicht erwählt hat, sein göttliches Artefakt zu nehmen, um das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. Ja, wehe dir. Die acht Schalter kann nur der bedienen, der die acht Ornamente hierzu hat. Bist du berufen, so finde sie. Im Dschungel sind zwei, in den Bergen sechs. Acht Schalter mit acht Symbolen. Die Schlüssel sind die acht Ornamente. Jedes Symbol muss berührt sein, um den letzten Schalter zu bedienen. Der Fluch Adanos wird aber den treffen, der kommt, um sein Heiligtum zu entweihen. Furchtbare Strafe wird den treffen, der gekommen ist, um das zu rauben, was Adanos nur seinem Erwählten bestimmt hat. Denn nur dieser darf den heiligen Boden, den heiligen Tempel betreten. Aha. So, und wieso ist er jetzt hier so bunt geworden? Ach, der wird hier bunt? Karneval ist doch schon vorüber, oder was? Ach nee, 11.11. haben wir ja erst. Es ist ja noch Karnevalszeit. So, lustig. Hihi, bunt. So, dann gucken wir uns mal in der Liste um. So, die Himmelsscheibe. So, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe 8 Ornamentschalter. Ja, genau. 8 Ornamente für die Schalter. Ich habe etwas über den Mechanismus der Schalter im oberen Bereich des Himmelstempels erfahren. Ich muss nach 8 Ornamenten suchen, die sich irgendwo in dem Gebiet befinden. 2 davon scheinen im Dschungel. Ja, okay. Ich hab's aber doch schon. Edgy, badgy. Gut, dann speichern. Und jetzt zur Truhe. Hoffentlich bleibt die ohne Überraschung. Gespeichert haben wir. Gibt es hier noch irgendwas? Dann wollen wir erstmal hier gucken, ob es irgendwas noch gibt. Ach, hier ist noch was. Ach, dich habe ich auch vergessen. Schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Ah, Heilpflanze haben wir hier. Oh, da ist auch was. Eine Beere? Eine Schnapsbeere? Okay, und was ist hier? Ist hier eventuell auch noch was? Nicht so weit. So. Ich glaube, hier ist nichts. Das wäre mir dann auch zu riskant. So, kommst du hier rein? Er kommt hier durch. Das ist gut. Jetzt sind wir natürlich an der Stelle, wo wir schon von der Folge waren. Zweier. Und zwar hier an dieser Brücke. Und da ist auch wieder so ein oberer Magier, denke ich mal. Ein hoher Knochenmagier. Soll ich das auch mit der Leroy Jenkins Methode probieren? Ich weiß es noch nicht. Oh, erstmal hier aus dem Weg gehen. Weil das ist jetzt echt übel hier an der Stelle. Der kann mich nämlich aus der Entfernung nämlich auch wegballern. Ja, okay. Dann versuche ich mal auch irgendwie neben der Kuppel mich hinzustellen. Wenn da kein anderer ist. Okay, er bleibt erstmal starr. Speichern. Ja, okay, und dann auf ihn mit Gebrüll.
Bleib da. Mist. Ist er da? Mist. So war das nicht geplant. Ah, shit. Jetzt schleichen wir uns mal ran, beziehungsweise rennen wir mal ran. Und zwar erstmal hier hinter Deckung. Oh, ich höre was im Hintergrund. So, und jetzt, wenn ich jetzt mal... Von welcher Seite kann ich ihn am besten gegen die Mauer? Das ist ja keine umschlossene Mauer. Okay. Sehr gut. Okay, auch das hat geklappt. Perfekt. Hier haben wir wieder eine Truhe. Und mal essen und speichern. Auf zur Truhe. Okay. Oh, ein paar Tränke. Was ist denn jetzt passiert? Hilfe! Okay. Bin hier reingesackt. Naja, kann passieren. Wow, okay. Ach, da hinten haben wir was. Da hinten haben wir einen Golem. Ja, okay. Komm zu Papa. Okay, hier geht's auch wieder hoch. Aber erstmal möchte ich doch ganz gerne wissen... Oh. Oh, wie was? Da oben wer? Ach, ich muss wieder meinen Pfeil noch machen. Wo ist someone sehr? Nope. Aber irgendwer hat sich doch hier vorbereitet. Feuerkraut. Auch hier gibt es noch ein bisschen zu gucken, ob es hier noch was gibt. Nicht hoch. Aber so. Ja, riskant, ich weiß. Aber dafür gibt es ein bisschen Beikraut. Hier ist die Brücke. Ah, du warst das. Okay. Feuernessel. Ach, ihr seid's. Ja, dann macht das nichts. Dann mache ich es anders. Dann nur ein bisschen... Hallo, weg hier! Nein, da will ich ja nicht hin. Merken uns, dass da noch eine Feuernessel ist. Und, wie mache ich denn das jetzt? Die kommen jetzt beide geschlossen auch noch an. Springen wir mal eben kurz rüber. Und, schauen mal, ob wir... wieder zurückkommen. Dann mal gucken, was dann mit dem passiert. Auf jeden Fall haben wir jetzt Abstand gewahrt. Einer ist hier runtergefallen, habe ich im Augenblick gesehen. Und der da hinten, der ist in seiner Animation... Ah, shit. Seine Animation hängen geblieben. Hm, ist mir doch egal. Da jetzt einer da runtergefallen ist. Wir müssen eh, glaube ich, nach unten. Allah hat mir ja geschrieben, dass er noch... Wieso fällst du jetzt auch runter? Oh. Hm. Tolle Nummer. Was hat mir Allah geschrieben? Er hat mir geschrieben, dass noch Treppen sind, beziehungsweise Leitern. Bei dem ersten Magier. War da einer? Nee. Nee, das ist ein Wasserfall. Okay, achten wir mal weiter hier drauf. Dann speichern wir mal. Und wählen diesen Weg hier erstmal. Okay, hier ist nichts in der Nähe. Ich
Bräuchte das jetzt irgendwelche wichtigen? Oh, es kann natürlich sein, dass da auch wieder was lauert. Irgendwo da oben. Also deswegen aufpassen machen. Achso, okay. Shit. Wo ist er? Wo bist du denn? Oh, bin zu weit nach oben gekommen. Mist. Oder der Kristallgolem hat mich in eine völlig andere Etage geballert. So, hier war ja nichts. So, komm. Timing ausprobieren. Okay, 3 Schläge, weg bist du. Das könnte sein, dass hier auch wieder ein Feuer, ein hoher Magier ist. Und so wie es aussieht, ist da einer. Noch einmal nur mit der Axt. Vielleicht kriegen wir irgendwie an die Stelle hier wieder... Genau, hier bleibt er hängen. Gleich. Das ist jetzt doof. Sind wir hier wieder am Abgrund? Gerade mal eingeschalten mit meiner Nase, damit ich ihn hier eventuell doch noch killen kann. Bei einigen Versuchen hat er mich irgendwie in irgendeine andere Richtung ist er zurückgegangen und da gab es noch mehr. Also kann ich nur hoffen, dass ich denn hier auch wieder mal den hohen Knochenmagier nur mit der Banditenaxt kille. Was jetzt hier auch mitgetan ist. Perfekt. Die Musik, die läuft wieder nicht. Mache ich mal an. Okay, jetzt sind wir wieder hier völlig neu. Ach ja, eine Truhe. Oh, da ist wieder was. Aber wo? Jetzt müsste ich meinen Pfeil wieder neu bestücken. Gucken, vielleicht kann ich das ja noch hinkriegen. Eben mal. Nein. Oh, dämonischer Pfeil. Welchen Bogen habe ich denn ausgewählt? Ja, den falschen. So, wo war denn jetzt was? Irgendwer hat doch wieder was gezogen. Hä? Da oben irgendwo? Man weiß es nicht. Okay, dann kann ich jetzt noch mal die Truhe mal eben lüften. Ja, und wieder eine Steintafel der Magie, schön. Können wir dann auch mal gleich ausprobieren. Da ist Mana plus 4. Machen wir eine Speicherung. Und gucken, ob es hier in der Nähe noch irgendwelche Früchte oder sonst irgendwelche schönen Sachen gibt. Hier zum Beispiel eine Feuernessel. Okay, hier weiter unten, wo ich gewartet habe, könnte ich was übersehen haben. Ah, ein karger Baum. Okay. Ach, hier. Da ist was. Da hat irgendwas getan. Aber wo? Unten? Kann auch sein. Man weiß es nicht. Okay.
So, hier war das nämlich, wo der eine auf mich gewartet hat mit so einem Feuerstrahl. Da gehe ich aber jetzt noch nicht hin. Okay, speichern. Na, gucken wir mal, was es hier gibt. Noch nichts. Oder, na, da ist auch wieder so ein... Ne, hier war ich noch nicht, kann ich noch nicht gewesen sein, aber hier geht's nach unten. Und da ist was. Ein Knochenkrieger. Der in seiner Laufanimation stecken geblieben ist. Das finde ich mal wieder von Vorteil. Oh, Herr Schmidt, wieso fällst du wieder runter? Manometer. Ich fass es nicht. Okay, müssen wir später nehmen. Aha. Das sieht auch wieder nach hohem Knochenmagier aus. Der mich nicht entdeckt hat. Okay, spreche einfach mal. So. Jetzt, falsche Taste gedrückt. Statt 1 die F1. So. Okay, ich merke wieder, dass mein Ring wieder nicht angelegt ist. Und diesmal muss ich es richtig abpassen. Du sollst ihn nicht so groß aushauen. Jetzt. So, ich glaube, jetzt komme ich in den Rhythmus wieder rein. Nein! Oh, der hat sich, während ich ihn... Das ist ja nicht zu fassen. Nein, nicht schon wieder. Oh. Da hat sich dieser Säckel noch zweimal regeneriert. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich fass es ja nicht. Apropos Regeneration. Okay. Truhe. Und wieder eine Steintafel der Lebensenergie. Das ist zum Beispiel wieder mal richtig schön. Steintafel der Lebensenergie. Wo bist du? Hier bist du. So, plus 15. Auch sehr gut. Und jetzt haben wir wieder hier so einen lustigen Fehler. Den verborgenen Tempel, die Residenz Adanos auf Erden, hast Wanderer nun betreten, doch, ja, okay. Doch wehe dir, wenn du nur kamst, um zu stehlen. Wehe dir, wenn Adanos, okay, das ist das gleiche, glaube ich. Ja, 8 Schalter, okay. Das ist dasselbe gewesen wie bei dem anderen. Nur warum auf der einen Seite hier so ein Texturfehler ist, ist bei einem bestimmten Abstand. Weiß ich nicht. Ja, hier war er. Hier ist er auch wieder bunt. Okay, Karnevalszeit, ne? Okay, speichern. Dann gucken wir mal, was wir hier... Okay, erstmal mal den Bogen hier wieder bespannen. Na, so. Und den dämonischen Pfeil nehmen. Okay. Ach, hier gibt's ja nicht viel. Auch noch mal runter. Oh, das wird schmal. Komme ich hier durch? Ja, komme ich. Okay, einmal rum sind wir. Eine Heilpflanze hier. Und hier geht's wieder runter.
Da hinten ging es ja auch irgendwo runter. Hier. Was wäre jetzt zu nehmen? Gehe ich erstmal da hinten runter. Mal gucken, was hier ist. Fellknöterig. Nee, hier geht's nicht runter, hier geht's nur eine sackende Gasse. Okay. Also hoch, runter, rechts, links. Sollte ich mal erstmal zur Brücke gehen oder wie oder was? Große Frage, wo war die Brücke? Hier oben, glaube ich. Oh nee, da waren die anderen. Oh. Was waren denn das für Peoples? Das waren die. Oh, oh da weg. Oh, doch ab. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und jetzt? Kommen die mir hinterher? Wohl nicht. Speichern und essen. Oder umgekehrt. Okay. Was waren denn das für welche? Waren das, so. Suchende? Ja, ist einer. Ja, ist ein Suchender. Kriege ich die auch mit der Banditenaxt weg? Große Frage, ich probier's mal. Okay. Den. Da hinten war noch einer. Mal gucken, ob der auch so schnell geht. Okay. Bisschen was einstecken müssen, aber. Okay, das war jetzt ein Suchender hier. Dann suche ich gleich weiter. Und zwar hier in dem Bereich. Pflanze. Okay, ist hier noch was übrig geblieben? Nein. Da oben geht es wieder hoch. Hier irgendwie was? Nope. Hier was? Nope. Versteckt sich da jemand? Nein, bis jetzt nicht. Aha. Feuernessel, ist hier was zwischen den... Oh, 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 oh. Hier noch irgendwie was in der Ecke. Nein, nicht. Ja, und ich glaube, ich schätze, ich muss mal Schluss machen für die Folge, weil ich habe 36 Brutto-Spielzeit jetzt Minuten. Fehlkämpfe und naja. Dann kann ich nur schätzen. Wenn es ein bisschen länger oder kürzer dauert, dann ist es halt eben so. Ach, okay, den machen wir noch. Alle? Nein, doch nicht. Willst du nicht? Du hast doch ein Kristallgolem. Aha, schaut mal, ein Portal. Okay, das war's für diese Folge. Liebe Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Gebt mir ein Like oder ein Gefällt mir und verfolgt mich auf Odyssey. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.